Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal PokeBarzi vorbei. OBM, Flitschko, Leon, Tai Chi, Spikey, Yuna, Mika, Golfer, Valentina, 31er Kopf und Nozomi, Impi, Justin, Just Time, ja, Igma und Liam. Punkrock. Also, es resistet Sound Moves, was nett sein kann, ne? Stimmt, du warst der tanzende Burp. Also, I mean, ja, es ist eine Fähigkeit, es ist keine komplett schlechte Fähigkeit so, aber es gibt Schlimmeres, definitiv, ja. So, jede Fähigkeit, die ja dafür sorgt, dass du ein bisschen weniger Schaden bekommst, ist halt nice. So, die nächste Level Cap ist auf jeden Fall 27. So, die können wir alle, glaube ich, relativ fix abhaken. So, vor allem holen wir Impi langsam auch. Raul ist schon ziemlich gut, ist ein Free Rocky mit. Ja, nur dass es das nicht hat. Wie sieht das Board hier aus? Halleluja. Wir gehen mal Nozomi. Der kriegt, glaube ich, noch am wenigsten. Weak Armor einfach, okay. Headshot. Nehmen wir einen Corbo. Das war dumm, in Kobo zu gehen, der kann dem ja gar nichts. Wir gehen in Valentina. Ja, auf so einem offensiven Mon ist Rauert halt auch maximal nett. Ja, es ist halt nice to have. Ice Shard? Ehrlich gesagt, auch wenn es eine Prio ist, nee. Auch wenn es eine Prio ist, nee. Der Lipper? Ist einfach Payback. Terrorblast, da will ich eigentlich ehrlich gesagt gar nichts riskieren. Lassen den einfach weg. Ditto! So, holen wir den noch weg. Oh, Lucha. Corvo? Will-O-Wisp-Pain. So, gerade in Donnerstag willst du deine Monster doch eher bulky auslegen, damit du nicht bei jedem Crit stirbst. Hypnose, nee. Ja, aber wenn es um eine Fähigkeit geht, habe ich persönlich auch, glaube ich. Lich sieht ekelhafter. Ist mir so eine Fähigkeit wie Rauhaut tatsächlich gar nicht so krass lieb. Gehen wir an Valentina. Dann können wir Flame bursten. Es regnet halt leider. Corbo. Unbreath, Mudshot. Dann haben wir jetzt einmal hoch. Ist es eigentlich ein Arktos? Weil wir einen Arktos bekommen haben, ist aus dem Ei geschlüpft. Aircutter, ja. Besser als Gast auf jeden Fall. Dann haben wir wieder das Ding. Retaliate, nee, brauchen wir nicht. So, jetzt nutzen wir einmal ganz kurz das Weil. So, gerade Chomp schmeißt man gerne mal in Mons rein, das Ding. Also es ist halt nice, dass es bulky ist. Also jetzt darüber diskutieren, halleluja. Wollen wir nicht eher lieber darüber reden, dass Madbo einfach ziemlich heftig geil ist? Eckbomb. Einmal eine normale Attacke, ne? Habe ich nie verstanden. Ich meine 100 Stärke, aber 75, nee. Lass mal weg. Aber wenn Arktos ein erfülltes Leben hat, absolut. Oh, für Nexus. Ich das gerade gehext. Ich wurde gegrassnottet. Okay. Defog. Ist jetzt nicht so das Allerkrasseste, ne? Sogar ich kann drin bleiben, da kann man ja nichts mit Feuerattacken. Kann er nicht mit Feuerattacken angreifen.
Ja, ist ein bisschen nerviger. Shock. Charge, okay. Den auch noch besiegt und dann kommt die Tante zum Abschluss noch. Das ist das Feen-Pikachu, ne? So. Liebes Pärchen, kriege ich von euch irgendwas? Oder seid ihr wieder nur rum und werdet gestört? Okay, werdet wieder nur gestört. So. Sagt er irgendwas? Nee, SS-Ticket einfach nur. Mal gucken, was er jetzt am PC hat. Da braucht keiner. Flame Charge. Schade, kann niemand lernen, aber wäre definitiv cool. Rechts war noch was. Okay, Moment, wir gehen wieder hoch. Oh, warte mal, da ist noch ein Item. Okay, Bruder. Erstmal Situation schreiben. Just going to convince them to sit here in weather that benefits my team until some random trainer decides to challenge me. Oh, didn't see you there. I hope you can disregard what I just said. My name is Bugsy. Oh, you've met my colleague Falkner too. Yeah, the Yodic. Okay, wir gehen jetzt rein. Oh, Wette, Wette, Wette. Stimmt. Noch ist hier Wette-Vorhersage. Wir drücken nicht weiter. Vorrennen. Stirbt was gegen Kai? Ja. Nein. Wir machen das eine Minute lang. Let's go. Kinder, okay, jetzt stresst euch doch nicht wegen fucking Rauhaut. Ich liebe die Yodo Battle Theme. Die ist schon cool. Hab 3K auf Ja gesetzt. Vertraut mir nicht. Ich meine, ich würde es auch nicht tun. Kinders! Ey, ohne Witz, ganz ehrlich, fangt nicht an zu diskutieren, ob jetzt Raut oder Punkrock besser ist. Es geht beides besser. Ist euch jetzt scheißegal. Genießt aber den Stream. Seid keine Classic-Pokémon-Spieler. Keiner möchte Poke-Bitches. Also doch, andere Leute möchten andere Poke-Bitches. Aber beeft euch doch nicht. Bleibt einfach drauf. Oh, Taichi, das ist mutig. Das ist mutig. So, aber es ist durchgelaufen. Let's go. Ariados. 25. Okay, es regnet. Wir haben den Aircutter. Er hat Poison Fang und ist warum auch immer schneller. Warum ist er schneller? Aber das killt nicht. Ja, wir gehen auf jeden Fall nur so mit, der tankt das am besten weg. Poison Fang. Gehen wir auf Sword Stance. Er hat's rausgeholt und holt Scizor rein. Bullet Punch, das macht halt nix. Wir gehen plus 4. Und wenn du eh Bullet Punch, gehen wir jetzt auf Aeroas. Soll den Tool sein, ja. Ist keine Beere. Ah, verdammt, ich merke gerade, ja. Ich merke gerade, ich kann ja keine Beeren nutzen. Das ist jetzt wiederum Kacke. Ah, keine Tränke.
Das ist wieder Ariados, aber das können wir auch direkt Shadow. Mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. Oh mein fucking Gott. Ich hab gerade Angst vor einem Ledian. Ich hab fucking Angst vor einem fucking Ledian. Das glaubt mir keiner. Huh. Wir gehen erstmal raus. Ei. Es ist Frostbite. Wir können angreifen, bitte. Der Willow trifft. Das Problem ist, der Freeze senkt jetzt auch meinen Spezialangriff und ich kann nicht hochhalten. I guess Impi ist das Beste, was ich da reinwerfen kann. Powder Snown. Er hat U-Turn. Okay. Schaffst das, Arctos. Scyther. Freeze! Oder Frostbite. Das geht auch. Das macht echt wenig. Hat der in den fucking Evoliten? Aber Powder Snown. Ich muss, glaube ich, hoffen, dass ich das tank, oder? Weil, was ist mein schnellstes Mon? Drekefalo. Eissplitter wäre auch nicht so krass. Macht weniger als Powder Snow. Tank das bitte. Nozomi hat eine Prio, aber die reicht nicht. Bitte sei schneller. Er hat sowas von den Evoliten. Es bringt aber nichts, Flitschko-Boy. Der Nuzlocke endet, wenn dein komplettes Team gewiped wird.
Das ist sad, guys. Ist das Alpha verrutscht? Oh nein, warte, ich wollte nicht Dings nicht will. Ah. Es ist gerade nur ein wenig verrutscht. Ich guck mal hier, weil ich es da offen habe. Soll der gleich wieder normal sein. Ah. Without any custom options, no. Minimal grinding, no. Hardcore mode, no. Restricted hatten wir auch nicht. Easy hatten wir nicht. Randomizer, ja. Ability randomizer, ja. Learn set, nein. Und keine scaled levels. Dann auf ein neues. Es ist krass, dass selbst so krass Encounter in dem Hack nichts bringen, wenn man blind spielt ohne Prep. Warum ist das... Ist der... gerade eigentlich, warte mal, ist der größer geworden? Ein Moment. Nee, kann das Ding nicht größer machen. Aber warum ist das so verkackt? Warte mal, Option. Video, Scale Size. Machen wir Scale Size 3. Guck mal, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Habe ich gerade gewundert. Aber dann passt das Ding ja nicht mehr. Dann einen Moment. Pet. SimX Trading. Dankeschön für dein Follow. Und den Schluck nehmen wir natürlich. Ich passe gerade nur einmal das Layout ein bisschen an. Steuerung ging das noch? Ne, war es alt? Nein. Hier war es. Haben wir gleich, Guys. Haben wir gleich. Oh nein, die wollte ich nicht wegmachen. Ich möchte auch nicht gerade das Layout verschieben, sondern braun. So, jetzt können wir braun fixieren und dann das hier einmal. So, habt kurz ein wenig Geduld, Guys. Ich will das einmal fixen. Jetzt können wir es ein bisschen rüber machen. Ich glaube, oben soll es jetzt auch passen. Ich glaube, so muss es wieder gehen, oder? So. So, nicht aus einer Region. So, jetzt passt wieder alles, glaube ich. Ne, oben passt noch nicht. Der schwarze Balken sollte dann nicht sein. Papa. Wir gucken gleich, was wir da für einen Starter wieder kriegen, ne? So. Ich glaube, jetzt sind wir wieder ready. So, Kinners. Gucken wir mal, unsere Starter. Das ist in der Tat ein sehr guter Starter, wenn man bedenkt, dass wir Abilities haben.
Ist mir egal. Wir nehmen den. Instant Litter King. Gegen wen hast du verloren? Gegen Baxi. So. Alle sind wieder legit. Jeder kann gerne wieder beim Namensbenennen mitmachen. Create. Jetzt wieder da, hä? Eventuell mehr der Ventilator. Um was geht's denn? Ist es jetzt besser? Das war das Mikro, was kurz Probleme hatte. Okay, es ist wieder besser. Wunderbar. So, wie gesagt, ihr könnt einmal Hashtag Namen in den Chat reinschreiben und dann gucken wir mal, wer es wird. Ja, wieder das Mikro. Das passiert doch häufig mal. 5, 4, 3, es ist ein weibliches Letterking, wie immer, 2, 1. Bart the Dragon! Jetzt musst du mir allerdings sagen, wie ich es nennen soll. Ich weiß nicht, ob ich es... Bart die? Einfach Bart die? Du warst ein bisschen zu spät, Lauchnacken. Okay, Bart die ist gut. Denn er hat den die. Alle Ladies wollen den die. Die Creator Codes? Oh, stimmt. Müssen wir wieder, den muss ich ja wieder neu reinpacken, ne? Erstmal gucken wir uns das Mod an. Haben wir gerade die den speziellen Affenfokus? Auf einem Later King, auf dem du eine Random Ability bekommst, hast du einen speziellen Affenfokus. Ja, es ist immer noch 160 Attack, aber ich kann meinen Moves nicht switchen. Gibt's irgendeine Möglichkeit, Abilities zu tauschen? Ability Kapseln aus Raid. Dann müssen wir halt raiden. Yay. Gibst du mir die schon? Nein, okay. Deswegen, sie muss heute echt noch das Video aufnehmen. Deswegen werde ich heute wieder nur ungefähr 2 Stunden machen und so. So lange wird es heute auch wieder nicht. Aber, ey, ohne Witz, du hast einmal ein Letter King in der fucking Nuzlocke. Und dann hat es einfach speziellen physischer Affenfokus, gerne. Mein Gott, hier gibt es Tyrakrok. Aber... Oh, was? Es war Puncham und Never. Los, hau ab, Liam. Lass mich in Ruhe. Darf ich ein Best of the Pokémon Radical Red machen, wenn alles fertig ist und du es durchgespielt hast? Das darfst du auch gerne machen, wenn du möchtest. Vielleicht klaue ich es dann und lade es einfach auf meinem Zweitkanal hoch. So, Indeedee. Wir haben schon Bälle, ne? Ja. Wir normal play nice. Ist okay. Hoffen wir mal, dass wir Indeedee fangen können. Wir haben Indeedee gefangen. Ihr könnt einmal Hashtag Name in den Chat reinschreiben. Normal Only Run. Okay, ich mal schon die Battle Royale angemacht. Die wollte ich gerade machen. Aber ihr könnt auch mal Hashtag Name in den Chat reinschreiben. Ich weiß, by the way, nicht, ob das eine unpopular Pin ist, aber in Hardcore Tour Server finde ich Baxi schwerer als Bianca. Sicher mit Yutan ist anstrengender als ein Miltank mit Bodyslam und Anziehung. Ich finde immer noch definitiv Bianca schlimmer, aber ich sehe deinen Punkt. Das Yutan Sichlor so früh im Spiel ist echt mies.
Und wenn du da nicht gerade wirklich Igelava hast, hast du echt teils Probleme. Und gewonnen hat die gute Sarah. Dann nennen wir es mal wieder Sarah. Alles gut, Paul, irgendwann. Oh, ich lebe immer noch. Ich bin am Leben. Und ich werde sowas gehen von gegen Spike jetzt verlieren. Oh mein Gott, wenn ich das kriege, habe ich eine Chance. Ich gewinne das. Komm schon, Raupi. Bruder. Helin. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Ich bin der Beste. Raupi ist einfach Killer. Sarah. Ich glaube, man kann eine Fähigkeit nur tauschen, wenn das Mod auch normalerweise eine andere Fähigkeit hat. Oh, bitte nicht. Das kannst du mir nicht antun, Slicer. Wait, ich habe kein Pokémon, das aus dem Ball kommen will. Light Metal, Half's Weight, ja, dankeschön. Dann gehen wir aber erstmal kurz. Wir können jetzt auch nicht Pokémon fangen gehen, ne? So. Play Nice Sword Power, mein Lieblingsset. I mean, es ist gut gegen Rocco. Es hat auch Sage Power oder was? Oh fuck, ich wollte dich flingen. Wir scratchen. Warum ist Aquavelle so fucking strong? Pokéball, komm schon. Stern, du. Oh Gott, wir haben Stern, du. Das ist super gut gegen Rocco. Super gut und super wichtig. Können wir da den Namen in den Chat reinschreiben? Und hatte das jetzt auch die Sage Power? Ich find's schön, dass es, by the way, Sage Power heißt. Einfach wahrscheinlich in Anlehnung an Naruto. Mit dem Sage Mode. Wenn wir zu Rocco kommen. Yuna! Sei optimistisch. Das kannst du mir nicht antun. Du musst believen. Wir sind 66 Leute gerade. Halleluja. Wo kommt ihr her? Und Pokémon ist da. Dankeschön für dein Follow. Alter, wir nähern uns ja immer mehr der 70. Das ist heavy, Alter. Tai Chi hat schon wieder gewonnen. Er kriegt einfach zweimal im selben Stream einfach das Mon. Da kann mir einer sagen, was er will. Ich schwöre, auch wenn Tai Chi ganz gerne mal. Und Sultan auch. Dankeschön für dein Follow. Und vor den 70 dann 69. Ich schwöre, er hat sich das nicht erkauft, ne? Er hat zwar, er haut zwar gerne mal ein paar Euro raus, aber ich schwöre, er hat sich das nicht erkauft. Ey, ihr könnt mich anders kaufen, das wisst ihr. Trace, Copy Special. Ach, der hat einfach Fährte. Oh, Entschuldigung. Erkennen. Und hat jetzt schon Waterpuls. Und hat einen Stardust, das ist halt nochmal Geld. Taichi bezahlt den Bot. Oh, ja, erfassen. Was habe ich gesagt? Aber ich bin ein Pessimist, solltest du mittlerweile wissen. Ja, das ist nicht gut. Du musst optimistisch sein. Stimmt, ich habe kennen gesagt, nicht erfassen. Entschuldigung. 1500. Dann gönnen wir uns mal ein paar Bürgerbälle. So 5 Stück können wir uns nicht mehr gönnen. Und ganz ehrlich, warte mal, ich investiere mal kurz den Rest in Potions. Oder zumindest kommen wir nochmal 10 Potions. War Geld wegen dem einen Marmoria. Das ist völlig egal, Nick, wo, weil wir in Marmoria eh oben einmal ein Dings finden. Ein Nugget. Und dann können wir das Nugget eh einfach verkaufen. Wir kriegen das Ei immer. Ich bin schon so lange auf der Suche nach jemandem, der diesen Hack auf Deutsch streamt. Ich bin dein Mann. Und da ich keinen Bart habe, bin ich dein Junge. Aber ich bin für dich da, Pokéunista. Ich bin für dich da. Aber als ob das noch kein anderer auf Deutsch gestreamt hat. Kannst du mir auch nicht erzählen.
Wir gehen nach Alabastia erstmal ganz kurz. Und vor allem, ganz wichtig, machen mal Tag an. Die Sonderbonbons. Stimmt, ich muss kurz einmal den Dings eingeben. OBM, willst du nochmal ganz kurz in den Chat reinschreiben, was ich für die Sonderbonbons, muss ich das noch aktivieren, eingeben muss? Aber live aktuell. Also ich bin, wie gesagt, für dich da. B war es auf jeden Fall. Ich kenne sogar Leute, die es dreimal durchgespielt haben auf Twitch. Ich schaffe ja nicht mal einmal. Das hast du gesagt, Paul. Ich habe es wenigstens so gedacht. Ist OBM noch da oder muss ich das jetzt wirklich auf Discord raussuchen? Shame, OBM. Shame. Lauchnacken, du brauchst gar keine. Ich glaube, du solltest mal. Du solltest, glaube ich, einmal ganz kurz neu aktualisieren. Weiherob. Invalid Code. Ach, wo ja ob. Hoppla. Hey, Spin Set, okay. Ja, ich habe mir verschrieben, Guys. Jetzt chillt eure Basis. Sagen die coolen Kids, glaube ich, heutzutage so. Aber. Er hat mir die Angel noch nicht geholt, ich Vollidiot. Oh, klickt die Klang. Wäre cool gewesen. Brauchst du langsam eine Brille? Nein. Gut, war jetzt auch gegeben. Mit Terravolt wieder. So, dann gehen wir jetzt einmal ganz kurz. Fishing Guru, ja, gib her. Und dann holen wir uns kurz das Item noch. Mach's gut, Impi. Wünsch dir auch eine gute Nacht. Morgen sehen wir uns, by the way, auf YouTube zu einem Stream. Und zwar gucken wir zusammen die Pokémon Presents an. Dementsprechend, seid da ready. Kinder, seid ready. So, jetzt können wir einmal angeln. Die alte Ruder auswerfen. Presents 2 Minuten. Ja? Essentiell wichtig. Für die Klicks. Baumwoll. Ich glaube, da kann ich einmal yawnen. You can't yours because of Ausrufezeichen. I mean, ich mag Elfun und wir kriegen relativ früh ja nach Mondbergen ein Dings, wie heißt's? Ein. Oh, wir haben es gefangen. Ein Sonnenstein, aber trotzdem. Wir creating man. Wir sind einfach bei 70 Leuten. Oder 65 so, aber fast bei 70. Was ist los mit euch? Warum guckt ihr hier zu? Elfun leid und Amon, was wegen der Ability glänzt. Das ist wahr. Ich bin echt nicht der allergrößte Elfo-Fan. By the way, wie gesagt, ihr könnt jetzt Hashtag Name in den Chat reinschreiben. Okay, wichtige Frage. Welche ist deine liebste dunkle Digitation? Skull Greymon, Dark Metal Greymon, Megidramon oder Shine Greymon Ruin Mode? Also wenn wir jetzt nur mal vom Namen ausgehen, dann ist definitiv Shine Greymon Ruin Mode einfach super sexy. Ich glaube, von denen würde ich aber tatsächlich Megidramon nehmen. Wobei, ich will jetzt nicht zu krass spoilern, aber... Und die finde ich wirklich cool und ich habe den Anime davon noch nicht gesehen, aber ich werde mir den auf jeden Fall noch antun. Ghost Game. Ich werde jetzt nicht sagen, was da ist, aber da gibt es eine dunkle Digitation, die ist super sexy gemacht. Die ist krass. Oh mein Gott, es ist passiert. Wollte eigentlich doch die Downstar anschauen, aber habe mich vertippt und bin hier gelandet. Alles gut, von einem Dicken zum nächsten Dicken. Okay, jetzt die wichtige Frage. Phoenix oder Paul? Ich bin schon für Paul, einfach damit wir es einbürgern, oder? Melmetal hat mehr Special Attack als Elfun. Das ist traurig. Ey, was sagen wir denn jetzt Paul? Dann, okay, wie ich mag. Dann sagen wir mal Paul, einfach damit wir uns alle Paul angewöhnen. Nicht Pual. Paul.
Ich möchte an der Stelle mal wieder ganz kurz sagen, guckt euch mein Glück mit Frauen an. Also im Pokémon. So. Weiter geht's nach oben. Blubuck. Trainieren werden wir gleich. Bei einer weiblichen Naturfee sehe ich mich auch. Das ist genau der Vibe, den ich gebe. Probier's nochmal, jetzt hast du's. Runde 22, was kriegen wir hier? Basi hat Glück, auch safe in echt. Nein, ich bin nicht so der Frauenheld. Glaubst du, auf Firmentor? Alter, ohne Witz, der guckt richtig Augen runter, dieser Bastard. Ich werf mal einen Ball. Läuft einfach bei dir mit den Frauen. Junge, Junge, was für ein Aftershave trägst du? Was ist dein Geheimnis? Nicht duschen. Das haut die Frauen reihenweise um. Kann die Maske jetzt mal drin bleiben? Ich hab gerade Icebeam eingesetzt. Oh, das ist noch okay. So, warte, jetzt wechseln wir zurück, gehen in Party Dragon, 23, leer und yawn ihn einmal an. Jetzt pushen wir einmal hoch. Und dann werden wir den Pokéball werfen. Write that down, write that down. Wir haben Firmentor gefangen. Wir kriegen gerade viel zu viel Encounter, ne? Aber alle sind irgendwie, muss ich sagen, nicht so krass. Ihr könnt mir den Hashtag Namen in den Chat reinschreiben. Wenn du nicht duschst, kann ich das, kann ich verstehen, dass eine haarige Frau mit dir dein Partner-Pokémon ist. Und die popelt in der Nase. So, alle haben reingeschrieben. Warte, jetzt erstmal ganz kurz gucken. Hat Lauchnacken schon reingeschrieben? Der war vorher ein bisschen spät dran. Lauchnacken, reinschreiben, wenn du das Ding sein willst. Der Arrogante kriegt den Harem. Stimmt, jetzt geht's rum. Wer kriegt den Harem? Da geht's ja runter. 5, 4, 3, 2, 1. Ach, cool. Willkommen, mein Namensvetter. Wir können es Steffen nennen. Kannst du einfach Steffen nennen. Das ist Crashy, unser Herr und Erlöser. Einmal Steffen. 80 Mal ist okay. Nein, das ist echt gar nicht bad. Der Universalkuchen, dankeschön für dein Follow, by the way. Gucken, wie lange es dauert, bis Stream Elements das wieder anzeigt. Steffen hat einen Harem. Es ist so funny. Es ist so fucking funny. True. Steffen hat jetzt einfach einen Harem.